Wir sind on Tour mit Milton und wir gehen hinab in die Gruft. Ich bin gespannt. Also ich sollte ja die Spruchrolle, die ich noch nicht ausgerüstet habe, für den Wächter dann benutzen. Wahrscheinlich Untote. Irgendwas mit Untote nehme ich mal an. Untote vernichten, ja. Okay. Da stehen, ich glaube, normale Skelette und ein Zombie. Ein paar Skelettchens. Oh Gott, die Skelettchens. Milton. Milton mich an oder was ist hier los? Bin tot. Machen wir das Ganze doch gleich nochmal. Okay. Anderer Plan muss her. So nicht. Ich muss gleich nochmal speichern, wenn ich das hier ausgerüstet habe. So. Ich weiß nicht, ob Milton jetzt unsterblich ist. Kann auch sein, dass ich ihn vorhin einmal kurz angeditscht habe. Ich sehe gerade, ich bin noch nicht komplett aufgeladen. Wenn mir ist aufgeladen. Was ist das denn? Essenz der Stärke. Ah, das hatte ich ja auch bekommen gehabt. Hier noch ein anderes Bonus? Ne. Dann einmal essen. Machen wir das auch ordentlich. Ich probiere es ordentlich zu machen. Ja, ja, ich weiß, am Ende ist alles wieder anders und nicht so, aber wäre ja auch mega langweilig. Warum habe ich das gerade so komisch gesagt? Egal. Ender. Ich hätte gern einen. Oder wenigstens nur die Hälfte. Milton, Rückzug, Rückzug! Ja, wir werden jetzt ein bisschen mehr Spotty-Platz hier. Aber ich habe das eine Skelett, was eigentlich dort schon tot war, gerade angegriffen. Ah ne, da ist noch einer bei Milton. Kriege ich eigentlich die Punkte? Wenn Milton die erledigt hatte? Ich weiß es nicht. Ja, egal. Verwitterte Axt. So, einmal kurz alles looten. Was geht? Wir sind noch nicht durch. Milton, was? Ach so, da. Ein Grundstück. Also die Feuerwehr. Warum habe ich gerade nicht gespeichert? So auf jeden Fall, aber machen wir das Ganze doch gleich nochmal. Ich glaube, Milton überlebt es schon. Das ist gar kein Problem für ihn. Ich krieg halt die Punkte nicht, denke ich, wenn Milton die tötet. Vielleicht ist auch Milton gleich einfach tot. Das könnte halt auch passieren. Nee, ich krieg die Punkte nicht, wenn Milton die tötet. Ich hab Milton angegriffen. Milton ist gleich tot. Der Wächter. Okay. Gar kein Zombie, das ist der Wächter. Aber der hatte ein bisschen was. Achso, weil Milton ihn wahrscheinlich angegriffen hatte. Jetzt fehlen mir natürlich ein paar Pünktchen. Ich habe einen Schlüssel. Dieser Schlüssel stammt aus der Gruft unter dem Steinkreis. Orkischer Talisman. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Bis dann, Milton. Ja, ich habe halt jetzt, wie gesagt, ein paar Punkte nicht, aber ich denke, so schlimm ist es jetzt nicht. Ich meine, man hatte ja genug Pünktchen.
Also, mir kommt das so viel vor, was man hier bekommen kann. Oder? So, erstmal speichern. Erstmal heilen, dann speichern. Gut, Milton geht zurück. Mal schauen, ob er da lebend ankommt oder nicht. Ich habe immer irgendwie ein bisschen Pech, wenn die von alleine irgendwo hingehen müssen. Na, theoretisch müsste er sich ja hin teleportieren. Ja. Ich nicht noch irgendwie... Ich habe noch immer nicht mein Fleisch... Das wird nichts mehr mit dem Fleischbraten. 270, das ist schon zu viel. Da hatte ich schon keine Lust mehr drauf. War das auf jeden Fall ein Teleporter? Das heißt, es ist irgendwo ein Stein. Hier draußen liegt nichts mehr. Milton läuft da hinten noch. Okay. Es ging aber relativ fix jetzt hier mit Milton. Ich hätte gedacht, ich weiß, es ist nur ein Raum oder so. Zumindest war es in Coffee 2 ja auch nur ein Raum. Trotzdem wundert es mich gerade. Ist der Sockel direkt da drauf? Ist es auch weird. Tränke, Tränke, Erz. Ach, richtig viel Erz. Seit wann kriegt man denn so viel? Ist aber auch komisch. Aber wenn ich noch was gut bei Milton habe, können wir vielleicht mal gucken, was wir da in der Burg noch reißen können. Ach, da unten ist der Fokusstein. Warum ist denn hier so viel Erz? Was mache ich denn mit dem ganzen Erz? Okay, ich könnte mir eine bessere Rüstung kaufen, aber na. Ja, nö. So. Einer der Fokussteine haben wir. Könnte ich den da... Nee, könnte ich nicht. Könnte ich nicht hinplatzieren. Okay, ich dachte, das wäre hier ein bisschen länger mit Milton. Schade. Dann hätten wir das ja noch machen können letztes Mal. War mir irgendwie nicht so bewusst. Ah ja. Da ist noch eine Kiste. Also ich weiß nicht, warum hier war das Erzbrockenlager von irgendjemandem. Muss ja. So. Hier sind wir durch. Ein Fokusstein haben wir schon. Laufen wir weiter zum nächsten Ort? Ach ja, geht ja. Geht ja nicht. Kurz vergessen. Ich würde gerne die Karte mir anschauen. Ich würde sagen, nach da unten ins richtige Süden. Die Frage ist, laufe ich vom Sumpf dahin? Nee, ich glaube, da komme ich nicht an. Ich glaube, da vom alten Lager aus müsste ich irgendwie hinlaufen. Oh Gott. Ja, wir probieren es. Kann das doch so gut. Ist gut, wenn es abends regnet. Da sehe ich besonders viel. Da lang. Hier war ich auch noch nicht. Also hier könnte irgendwas entgegenkommen, glaube ich. Was ist das? Totenköpfe. Ich habe jetzt rein zufällig kein Bett gesehen. Ich mal kurz schlafen gehen können. Nicht richtig. Ich laufe jetzt mal den Weg lang. So, ich sehe was. Flammendorn. Waldbären. Okay, sie sehen halt gleich uns. Da ist doch schon irgendwas. Ein Scavenger, glaube ich. Ah, ich dachte, hier ist Kanon. Scheinbar nicht. Hä? Ich hab's nicht. Warum hatte ich's nicht? Okay.
Wir haben hier so eine richtig schöne Beleuchtung. Die muss auch mal sein. Ah, das an sich sieht so cool aus von hinten so. Mit dem Licht. Geht schon. Was hat denn da gerade geruckelt? Ich denke schon, dass das funktioniert hier. Wir haben halt mal eine Nachtwanderung. Nachtwanderung muss auch mal sein. Ich habe ja genug Fackeln und selbst wenn ich ein paar verliere, ich mag das Licht nicht so. Auch wenn das hier kein Disco-Licht ist, aber ich mag das nicht. Ist nicht so meins. Hä? Ja, ich wollte gerade sagen, nur weil ich über die Wiese gelaufen bin, war ich schon wieder, Perplex. Wo ich bin, boah, ich mit meinem Orientierungssinn in Nachtwanderung, ich finde das richtig gut. Aber da war kein Bett. Da war einfach kein Bett. Oh Gott, was sind das denn? Beißer waren das. Ich finde, es hat was ganz anderes. Es wirkt so viel, viel besser. Also noch ein paar weitere. Sonst warum laufen die so langsam? Das irritiert mich. Und die machen nicht so einen Sprung. Müssten die nicht eigentlich so einen Sprung machen? So theoretisch. Jetzt können hier die Waldbären mitnehmen. Ja, okay. Ich glaube, die heutige Folge ist eine Mitternachtstour. Ich brauche da ein bisschen länger bei meinem Orientierungssinn. Ja, na, jetzt bin ich aber falsch. Ach, das soll der Weg sein, sicher. Ich speichere jetzt ein paar Mal öfter, falls ich rein zufällig irgendwo runterfalle. Ich habe was gehört. Gut, hier ist Orkgebiet, würde ich mal sagen. Ach, das macht's auch noch spannender. Freue mich. Will ich klettern? Hm. Da im Schatten stehen so 50, glaube ich. Kann ich mich da nicht hochziehen? Dankeschön. Vielleicht auch sind es nur 4. Ein Krieger. Die können ja springen, so. Oder? Eigentlich können die doch sich... Ja, wollte ich gerade sagen. Der andere? Der mich noch hatte, da? Okay, jetzt haben wir... Jetzt ist auch ein bisschen heller wieder. Oh, jetzt sind es 2. Aber so, so trennen wir die wenigstens kurz mal. Also kommen die ein bisschen langsamer zu mir. Es sind aber noch 2 übrig. Okay. Jetzt ist es nur noch dunkel. Jetzt hat der Regen aufgehört. Jetzt sehen wir ein kleines bisschen mehr. Ich zeig den mal den Weg da lang. Ja, genau. Ja, da hoch. Schnuffelchen, ne? Das ist ein Ohrkämpfer. Ich kriege. Und der ist woanders hoch. Haben wir das auch erledigt? Der Spaziergang dauert hier ein bisschen länger.
würde ich mal sagen. Wenn hier gleich noch irgendwas mit Feuerbällen ist und oder so ein Ork-Magier auftaucht, freue ich mich ja noch mehr. Komme ich hier lebend runter? Ja, halb lebend. Da steht noch einer. Wissen wir was? Hab ja genügend Sachen. Und dann gucken wir uns, der da hinten noch in der Entfernung steht, an. Weiß ist doch was Tolles. Esse ich jetzt per se recht selten, aber hier halt schon. Habe ich jetzt mal was übersehen? Nö. Ich bin halt echt... Ich glaube, da hinten geht der Weg lang, wo einer von den Typen sitzt, der sagt, da geht's ins Ork-Gebiet hoch. Ich bin gerade ein Stück weitergelaufen, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich zwei. Ich mach gar nicht. Eigentlich, warum eigentlich? Ja, okay. Ah ja, bei denen klappt das ja so ganz gut. Da sind jetzt irgendwelche anderen Viecher noch. Nicht richtig? Ich bin ja eigentlich da hinten. Das ist das alte Lager. Ja, ich muss da zu dieser Brücke dann. Oder muss ich nicht da hoch? Ja, machen wir die Viecher nur weg. Was ist das? Ich weiß es nicht. Vorgrund. Okay. Ja, die springt gleich, ich merke schon. Die geben so viel Punkte. Also, ne, die geben so wenig Punkte dafür, dass ich hier ein bisschen länger brauche. Weil mich wundert, dass gerade die Snapper haben, glaube ich, mehr Punkte gegeben. Ja, räumen wir hier immer auf in der Nacht. Hab ja nichts Besseres zu tun. Ja, da muss ich auch ausweichen, wenn die auf einmal diesen Sprung machen. Das ist wie bei den Wölfen. Hä? Ich will den Pilz. Geht doch. Jetzt aufgeräumt. Ja, da hinten läuft noch was rum. Räumen jetzt hier auf. Was macht man nachts? Oh Gott, ich räume doch noch nicht auf. Machen wir erst die Orks und dann die Hündchen. Ich glaube, ich könnte da hinten einfach raus außen rumlangen, aber die Orks sind jetzt nicht so schlimm. Also finde ich. Die gehen noch. Weil die auch nicht unbedingt alle auf einmal kommen. Also, je nachdem. Also, ja, egal, lassen wir das. So, dann gucken wir mal. Zwar weiß ich, warum jetzt der Hintere unbedingt nur kommen wollte, aber sie laufen nicht in der Gruppe los. Das ist das, was ich meinte. Sie laufen nicht in der Gruppe los. Also das habe ich auch noch nicht geschafft, dass nur der Hintere getriggert wird. Das ist vielleicht auch so eine Art Kunst. Ich glaube, der vorne ist kaputt. Ich glaube, der ist halt... Der ist einfach kaputt. Der da. Jetzt ist er heile. Und wo ist seine... Da. Okay. Dann die Hunde. Und dann kommen da noch mehr Hunde.
freue mich. Wieso haben die so viele? Das sind ein paar. Fantastisch. Wurzelsuppe. Kommen wir uns die mal hinter die Binde. Bis später möchte jemand sowas und dann darf ich herausfinden, wo ich das herbekomme. Ich sag's euch. So. Die Hunde noch. Und da oben ist noch... Oh, Gottes Willen. Also ich komme heute nicht mehr da an. Also Nachtwanderung. Auch. Okay, vielleicht weniger. Auch okay. Nee, es kommen alle in langsam. Ich habe ja gespeichert, ne? Wie sehe ich denn an? Heilige Kacke, da. Weniger ist mehr. Da, ich glaube, jetzt ist nur der vordere ein bisschen. Da, jetzt kommt einer. Also zwei wären auch okay. Ja, aber nicht. Ja, jetzt kommen zwei. Das muss man auch nachts machen. Das macht man nicht tagsüber. Das macht man nachts. Und drei kommen. Ist aber okay, aber in einem gewissen Abstand. Okay, ich hab einen toten Ork und anvisiert gerade. Naja, die kann ich looten. Ja. Funktioniert Bombe. Sind da nur noch, also ich glaube, vier oder so übrig. Vielleicht sollte... Na egal. Nein, wir machen das nachts. Das dauert mir halt so lange, wie die sich bewegen. Das zieht sich echt hin. Es sind fünf noch. Also vier stehen da und einer kommt gerade zu mir angeschlichen. So. Der nächste. Vielleicht könnte ich gleich wieder einen triggern. Aber ich glaube, da kommen gleich alle. So. Naja, jetzt kommen drei. Das hört einfach nicht auf. Da hinten ist ja noch... Da sind ja noch mehr. Wie viel Orkhunde möchte man auf einer Stelle haben? Wie viel haben wir denn übrig? Waren im Angebot. Wie mit den Leitern im Sumpflager. Das ist ein bisschen übertrieben hier. Da kann ich gar nicht mehr so gut ausweichen. Ah, kein Baum im Weg haben. Ja, okay. Ein Baum im Weg hat, macht sich nicht mehr so gut. Da unten stehen die und sagen, hier, da ist Ork-Gebiet. Sonst glaube ich nicht mehr, wenn ich hier durch bin. Da war aber noch einer übrig. Zwei, meine ich. Der kommt auch schon. Zumindest sah es gerade so aus. Könnten wir mal ein paar Heiltränke kaufen? Ich meine, ich habe relativ viel Erz, bin ich der Meinung. Ich weiß jetzt nicht, was viel in dem Game hier ist, aber ich finde, es ist schon eine ordentliche Summe. Wenigstens spawnen die nicht neu. Dann hat man erstmal seine Ruhe. So, da sind noch ein paar Beißer. Da geht's auch lang. Ich möchte gerne kurz einmal nach da unten.
und mit denen kurz quackeln. Nee, ich glaube, nicht kurz mit denen quackeln, weil die sind etwas. Ich lass mich, glaube ich, nicht durch. Aber die sagen, das hatte ich doch. Da war was. Gehen wir weiter. Ich räume hier schließlich auch alles gerade ein bisschen auf. Das ist dann, es tut mir leid, eine Looten und. Die da, Höhle? Looten und Levelfolge. Mit Feuer. Na. Gewisse Leute können sich hier drin nicht verstecken. Oh Mann. Oder doch? Wahrscheinlich. Nee. Ich hinterfrag's kurz nicht. Ich schaue hier mal, was es noch so gibt. Und dann rede ich mit Milton. Hier wäre auch ein Bett. Krass. Warum? Milton wollte doch zurück, dachte ich. Der wollte doch zurück. Ich glaube, wir sind immer mit Milton irgendwie ein bisschen on Tour. Reden wir doch mal mit ihm. Kann ich nicht. Wir sehen uns. Okay, ich glaube, das ist Miltons Spawnpunkt. Also irgendwann werde ich ihn hier nochmal treffen. Also wenn ich nicht weiterkomme, treffen wir ihn auf jeden Fall dort. Dann würde ich sagen, wenn wir hier schlafen können, schlafen wir hier. Hätte ich mir gar nicht heilen müssen, ey. Naja. Backe kann weg. Und dann schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Die Beißer und so würde ich ja halt ganz gerne auch noch wegmachen. Die hätte ich jetzt auch noch in der Nacht wegmachen können. Naja. Gut, also Milton befindet sich hier. Ein ganz beliebter Platz scheinbar. Der wollte doch zurück. Er hat jetzt auch nicht gesagt, dass er sich hier quasi versteckt vor irgendwelchen Orks oder so. Das hat er jetzt nicht gesagt. Das ist dieser Turm. Ganz schön viel auf der Stelle. Naja, das säubern wir ja auch noch mit. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich mit Milton quasi den nächsten Stein hole. Schön, noch ein paar Orks. Fantastisch. Nichts Besseres. Wie konnte ich looten? Ich hab's kurz vergessen. Da hinten ist schon wieder so ein mutiertes, nicht fertiges Schattenhorn-Ding. Ich hab vergessen, wie es hieß. Die sehen einfach nicht richtig aus, ja? Diese Dinger da. Loothund? Nee. Doch. Das andere war ein Ork. Ach. Nee, das ist was anderes. Ach, keine Ahnung. Muss ich mir nochmal nachher genauer anschauen. Ich würde aber erstmal den Weg lang gehen, oder? Müsste ja gleich Ende sein, aber hier würde ich ganz gerne auch noch stöbern und Pflänzle einsammeln. Wo ich nicht weiß, wofür ich sie brauche, weil Alchemie und so. Mach ich nicht. Zumindest gerade nicht. Ich habe aber schon die verschiedensten Pflänzchen eingesammelt. Oh mein Gott. Ich habe da was entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich da hin soll. Wir werden sehen. Wenn es zu schwer ist, soll ich da ja noch nicht hin. Gibt es hier noch was? Ach ja. Schön, da kommen wir dann. Welche Türme gibt's hier? Wie viele Türme hat der Junge eigentlich? 3246? Kommt hin, ne? So, das ist irgendein Orkheim.
Das ist in Gothic 2 kaputt, ne? Das ist kaputt. Das liegt da im Wasser drin. Da komme ich in irgendeine Höhle rein. Wo genau ist nochmal? Da unten. Das heißt, ich muss da rüber. Wahrscheinlich ist das dann wieder eine andere Mine oder so. Dann ist auch ein Turm. Sieht nach einer größeren Geschichte aus. Ich würde ganz gerne erstmal heute wenigstens den Weg erledigen zu dem Fokusstein. Oh Gott, nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine Leiter, ich freue mich. Nee. Wieso gibt es hier auch Feuerwehrane? Das kann nicht sein. Warum? Einfach nur warum? So, was gibt es hier auf dem Turm? Eine Aussicht? Ich komme da heute aber auch nicht mehr an. Das tut mir sehr leid. Den Ork-Dings werde ich mir jetzt mal kurz merken. Dafür machen den doch. Dann brauche ich halt mehrere Folgen, bis wir bei dem Fokusstein irgendwo ankommen. Was ist das da hinten? Da muss ich bestimmt hin, oder? Oh, da steht auch ein Turm drauf. Da ist das alte Lager. Und da hinten ist der. Ist ja wie bei Gothic 2. Von hier, jetzt erkenne ich das ein bisschen besser. Wenn ich da unten unterwegs bin, sehe ich das leider nicht so gut. Das ist ein Stein. Okay, hier gibt es erstmal nichts weiter. Das ist nur zum Schauen. Ah ja, das war ja auch der Wachturm. So viel dazu. Ach ja, dann würde ich sagen, dann ist die nächste Folge auch noch der Weg dahin. Und dann würde ich... Das ist mir auch eh nur Orks. Würde ich... Schafft er das hier hoch oder hat er gleich irgendwelche Probleme? Würde ich schon da hinten ganz gerne reingehen. Also, entweder schaffe ich es gleich nicht. Oder doch. Oder... Oh, nee. Weg da. So. Hier, über die Brücke. Aber ich würde ganz gerne den Ork, der mich ja kurz fixiert hatte, außer er hat mich schon wieder vergessen. Habe ich schon wieder vergessen. Ich war gerade auf dem Turm. Da gibt es noch einen Turm. Okay, da muss ich aber eigentlich lang. Das heißt, wir machen jetzt erstmal... Was mache ich denn? Das hier und dann geht es weiter. Wenn wir reinkommen, wenn nicht, dann nicht. Das heißt, es dauert ein kleines bisschen. Wir werden uns ein bisschen mit Orks beschäftigen. Es war mir aber wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.